Heute ist für uns alle ein Tag der Freude. Ich habe in Erinnerung gerufen, dass wir dieses Projekt vor 4 Jahren auf den Weg gebracht haben, mit unermüdlichem Einsatz, mit Leidenschaft, mit Engagement. Und heute hat sich gewissermaßen der Kreis geschlossen mit der offiziellen Übergabe der Urkunde. Und das ist gewiss ein besonderer Tag, der nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. Ein besonderer Tag für Deutschland. Ein besonderer Tag auch für 800 Millionen Menschen weltweit, die sich zusammenschließen unter einer starken Idee. Und die wurde heute in Berlin ausgezeichnet. Zutiefst menschlich. Solidarisch. Verantwortungsbewusst. Eigenverantwortung und Zusammenarbeit. Die Idee des Sozialen, des Teilens, des Miteinanderseins. Ich finde, dass die Genossenschaftsidee eine große Tradition hat, aber sie hat eine große Zukunft und das ist für mich das Entscheidende. Bürgerinnen und Bürger helfen sich selbst. Sie schließen sich freiwillig zusammen, weil sie bestimmte Ziele gemeinsam besser erreichen können als alleine. Es ist vermutlich dem wenigsten bewusst, dass mehr als ein Viertel der Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland in Genossenschaften organisiert ist. 20 Millionen Menschen. Die Genossenschaftsidee wird aufgenommen in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO. Urkundenverleihung durch Staatsministerin Maria Böhmer. 8000 Genossenschaften gibt es allein in Deutschland. Ihre Idee geht zurück auf 2 große Namen. Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Wir haben einmal Raiffeisen in seiner ländlichen Region, der dort versucht hat, Not zu lindern. Wir haben Schulze-Delitzsch in einer Industrieregion, der versucht hat, Handwerk, das Thema des Geldvorschusskasse, das auch zu lindern. Beide sind angetreten, Not zu lindern. Das ist die Gemeinsamkeit. Die Idee der Kooperation ist seither um die Welt gegangen. Und sie hat nichts an Aktualität verloren. Der war schon ein ziemlich cooler Typ, der Raiffeisen. Wie wollen wir denn sonst globale Probleme wie zum Beispiel die Umweltverschmutzung in den Griff bekommen? Das ist doch alleine unmöglich. Junge Menschen, die sich verwirklichen in der Gründung von Unternehmen, wollen das nicht alleine machen. Sie suchen Gemeinschaft, sie suchen Modelle, wie sie Büroräume teilen können miteinander, wie sie Synergieeffekte schaffen können. Und junge Menschen wissen sehr, dass sie gemeinsam stärker sind. Und deswegen bin ich ganz sicher, dass der Genossenschaftsgedanke zeitgemäßer ist denn je. Dass man von der Idee fasziniert sein kann, das muss man ganz ehrlich sagen. Gemeinschaftliche Strukturen zu schaffen, gemeinsam zu handeln und das sozusagen mit dem ersten Antrag durchzukriegen, was ja nicht so leicht war, und auf die Liste des immateriellen Kulturerbes zu setzen, das freut uns wirklich. Eine Selbstverständlichkeit war das nicht. Als die Jury der UNESCO in Addis Abeba über die Aufnahme entschied, musste einiges an Überzeugungsarbeit geleistet werden. Es war außerordentlich spannend, an diesem Novembertagen und dann an dem Abend in Addis Abeba. Und als mir das berichtet worden ist im Auswärtigen Amt, dann habe ich gedacht, da ist ja wirklich ein Krimi abgelaufen. Es galt, eine neue Dimension des immateriellen Kulturerbes zu vermitteln. Denn normalerweise gehören dazu Tänze, Musik, Theater. Und hier geht es jetzt um eine Idee. Die Idee einer Wertegemeinschaft. Wir sind mit dem Ziel dahin, hinzugehen und zu gewinnen und alle Möglichkeiten zu nutzen. Wir haben Sie überzeugt mit dem Argument, dass das Genossenschaftswesen ein wesentlicher Teil der deutschen Kultur ist. Und zwar der immateriellen deutschen Kultur. Das ist eine Idee, der auch eine Praxis folgt. 4 Jahre gemeinsame Arbeit haben heute ihren krönenden Abschluss gefunden. Gemäß dem Motto, was einer allein nicht schafft, das schaffen viele.